ein Samsung Wireless Receiver. Obwohl, wir können das jetzt eigentlich mal so machen, dass wir die Connect-Cam dieses Video aufzeichnen lassen, sodass Sie sehen, dass ich Sie hier nicht hinters Licht führe. Also das heißt, die Aufnahme, die Sie jetzt gerade hören, wird über Samsung geregelt. Die Aufnahme, die ich jetzt mit ManyCam mache, läuft über die Conference Connect Cam, mit der ich gleichzeitig auch im Stream bei Hangouts bin. Da bin ich. Genau. So, jetzt die entscheidende Frage: Wie können Sie das alles so managen, dass daraus ein gut aussehender Stream wird, der Richtung YouTube geht? Das, was Sie jetzt hier sehen, die Präsentation, ist die, die ich hier ganz am Anfang verwendet habe. Zum Beispiel als Titelscreen, Sie kennen sie aus der digitalen Lehre, das heißt, die kann ich aus dem Vorlesungsraum oder aus dem Vortragsraum direkt nach YouTube streamen. Und zwar so, wenn ich selbst präsentiere, dass es auch im Hangout selbst zu sehen ist. Im Hangout haben wir aber gerade eine andere Präsentation und dazu blende ich den Browser noch einmal kurz ein. Das ist also die Browseransicht des Hangouts, in der sowohl die Gäste präsent sind, als auch die Vortragenden und Mitdiskutanten. Und einer der Vortragenden auswärts, zum Beispiel derjenige, der hier nur im Rücken zu sehen ist, zeigt gerade eine Präsentation. Das Kachelsystem bei Hangouts ist festgelegt, das heißt, wir haben fest angelegte Bildschirmbereiche und es gibt dann auch die Möglichkeit, dieses Layout zu ändern und hier ein Kachelsystem einzustellen, bei dem Sie einstellen können, und das ist neu, das war bis vor wenigen Tagen noch nicht möglich, wie viele Kacheln gleichzeitig zu sehen sein sollen. Ganz kurz versuchte ich das jetzt, können wir bis zu 49 Kacheln realisieren. Das möchte ich aber überhaupt nicht, ist dann für die Diskussion aber zum Beispiel äußerst sinnvoll. Gut, an der Situation wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Ich bin hier, da draußen sitzt ein Gast. Und der präsentiert eine Folie, die man im Vortragsraum selbst nicht sehen kann. Schauen wir mal zurück nach ManyCam, wie das Ganze hier aussieht. Und dafür müssen Sie wissen, dass es sich hier um ein Mehrebenen- und Layer-Programm handelt, mit dem Sie ganz unterschiedliche Einstellungen vornehmen können. Ich kontrolliere noch mal kurz den Sound, dass der Sound da ist. Ja, wunderbar. Und möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie Sie so ein Stream realisieren können, nämlich indem Sie von oben her denken in verschiedenen Schichten und dann eine entsprechende Aufnahme realisieren. Vielleicht ganz kurz. Das wäre jetzt, Moment. Beginnen möchte ich dafür hier mit diesem ersten Layer, nämlich einem Hintergrundbild, das Sie einsetzen können, um einen Stream anzumoderieren. Und hier vielleicht ganz kurz können Sie ziemlich komfortabel, wie ich finde, eine Botschaft einblenden, die dann in den Stream geht. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, während diese Folie aufgeblendet ist, haben Sie die Möglichkeit, die anderen Layer zu organisieren. Jetzt sehen Sie vielleicht, dass hier jetzt diese, jetzt kommt es mir vor allen Dingen darauf an, dass ich die Aufnahmen von anderen Sprechern realisieren möchte. Und das wiederum kann ich in diesen einzelnen Bereichen tun. Also das heißt, Sie sehen hier, das ist ein, das kann ich als Blank einstellen, als Google Meet oder als Präsentation. Mir wird es darauf ankommen, dass ich jetzt hier die Google Meet Präsentation sehen will. Die habe ich schon als Bild zugeschnitten. Weiterhin ist wichtig, Google Meet, das wäre dieses das Bild des Sprechers. Und darunter sehen Sie das Bild des Publikums. Ja? Ich habe jetzt nochmal gerade kurz gerufen. Ich würde jetzt mal diesen ersten Layer ausstellen und auf die Standard 16:9 Ansicht schalten. Dazu muss ich aber allerdings erst diese Videobotschaft abschalten. Das mache ich jetzt. Dann gehe ich auf den Layer. Stelle ich hier ganz entspannt auf 16:9 um und sehe dann folgende Bereiche, nämlich das Sprechervideo aus Hangouts Meet, da bin ich. Ich sehe darunter den Sprecher
der vorstellt und ich sehe seine Präsentation, die er im Hangouts Meet realisiert. Achtung, ich schalte nochmal auf Hangouts Meet um, wie da die Lage im Moment ist. Und Sie sehen, das sind Bildbereiche, die ich aus Hangouts Meet direkt nach Manicam transferiere, ohne dass mir das sonderlich wehtut. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz die einzelnen Layer-Bereiche. Das heißt, hier können Sie die Layer an- und ausschalten, Black Files. Nochmal, das wäre die Präsentation im Hangouts Meet. Und jetzt, ups, das habe ich schon ausgemacht, das wäre meine Präsentation vor Ort, die ich benutze. Und nochmal umgeschaltet nach Google Meet. Und dann können Sie natürlich an den Bereichen, das will ich Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen, da natürlich auch neue Layer hinzufügen. Und da würde ich jetzt mal versuchen, eine Webcam einzustellen. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich nicht benutzen, weil ich sie gerade für die Aufnahme hier in Streamlabs OBS benutze. Aber dann schalte ich nochmal ganz kurz um auf diese Kamera. So. Das ist im Wesentlichen das Geheimnis, das heißt, es ist ein Mehrebenenprogramm. Und in dem letzten Layer, den Sie hier ganz unten sehen, und das wird eine Besonderheit sein, würde ich ganz gern Telegram integrieren als Chat. Und auch das zeige ich Ihnen nochmal live, damit Sie sehen, wie man das realisieren kann. Und dazu muss ich kurz die Gruppe zur Konstruktionsgrammatik suchen. Denn das ist die, die uns schlussendlich interessiert hier in diesem Zusammenhang. Und führe Ihnen das jetzt einmal ganz kurz vor am Beispiel, nämlich ich würde hier einen neuen Layer installieren, würde hier eine App wählen. Das wäre in dem Fall Telegram. Und dann wird Telegram aufgeblendet. Und um das jetzt noch entsprechend zuzuschneiden. Wir wollen ja nicht alles aus der App sehen. Würde ich jetzt hier noch einen Crop realisieren, also einen Zuschnitt. Das ist meine Uhr, Entschuldigung. Und jetzt hätten wir hier noch einen Telegram-Chat, den wir beliebig verwenden könnten. Und ich würde jetzt wieder die Standardmaske für 16:9 drüberlegen und könnte dann hier entsprechend das noch anpassen, so dass der Chat entsprechend in das Fenster passt oder eben nicht. So, jetzt haben wir das ganz schön realisiert. So können wir es auch, glaube ich, erstmal lassen für den ersten Zugang. Sie sehen also, wenn ich jetzt zurückstelle auf Manicam, dass man hier in diesem unteren Bereich dieses Telegram-Fenster sieht und dann umstellen kann, ob man den Chat einblenden will oder nicht. Oder man stellt halt eben entsprechend ein, dass man noch ein zusätzliches Desktop-Window installieren möchte. Und ich mache jetzt mal spaßenshalber Streamlabs OBS. Und jetzt sehen Sie hier den Einstellungsbildschirm. Also manchmal funktioniert die App-Aufnahme eben auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber machen wir jetzt mal. Ja, wir probieren uns ganz anders aus. Wir nehmen mal den Fullscreen. Also das wäre jetzt mein ganzer Bildschirm, den ich hier einstelle. Und Sie sehen hier den Telegram-Chat und die Präsentation mit Hangouts. So, das schalte ich jetzt aber wieder ab, lasse es blank. Und wenn Sie dann den Vortrag beendet haben, können Sie die Kameras entweder umstellen, neu justieren, die Conference Connect können Sie drehen. Ja, also es reicht theoretisch eine Kamera im Raum, um zwischen Publikum und Sprecher hin und her zu drehen. Also da kann man sich mit einem Stativ das Leben sehr, sehr einfach machen. Und schlussendlich haben Sie damit auch eine Möglichkeit, eine tolle Präsentation zu realisieren, die für hybride und virtuelle Tagungsformate großartigst geeignet ist. Jetzt würde ich ganz gern, das zeige ich Ihnen, diesen Vortrag abmoderieren, mich bedanken für den Vortragenden, das spannende Thema digitales Handeln.
Absolut großartig. Würde die Kameras wegschalten, den Pausenscreen einblenden, den Untertitel wieder einblenden. Moment, jetzt können wir das mal korrigieren. Können Sie auch eine Menge anlegen. Pause. Dann beenden Sie einfach.